Wir reden hier weiter und bleiben ein bisschen beim Thema, aber sehr auf der anderen Seite, denn der Klimaschutz betrifft auch den Tierschutz. Und der nächste Gast, den ich hier begrüßen kann, ist jemand, der eigentlich nicht mehr vorgestellt werden muss, weil er eine Fernsehlegende ist. Und er ist im letzten Jahr 80 geworden, was ihn nicht dazu bringt, dass er zu Hause bleibt, sondern er fährt um die Welt. Eben weil er das Gefühl hat, wir müssen Aufmerksamkeit bringen für den Artenschutz und für bedrohte Tierarten. Ich freue mich, dass er heute Abend hier ist, zusammen mit dem Filmemacher Christian Ehrlich. Herzlich willkommen und guten Abend, Frank Elsner. Einen schönen guten Abend, Herr Elsner. Ja. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Einmal Platz zu nehmen, Herr Ehrlich. Schön, dass Sie da sind. Voilà. Ah ja, alte Schule. Danke. Lieber Frank Elsner, wir kennen Sie natürlich als Erfinder, Moderator von Wetten, dass der große Showerfinder. Was viele nicht so genau auf der Pfanne haben, ist, dass Sie eben auch seit über 10 Jahren Elsners Reisen machen. Davon haben Sie uns ein paar Bilder mitgebracht, die gucken wir uns mal an. Und sehen Sie unter anderem hier, wie Sie todesmutig ins Meer steigen mit Haien. Wir sehen Sie, wie Sie Orang-Utans im Arm haben. Wir werden Sie sehen mit Nashörnern, es sind Koalas dabei, es sind Raubkatzen und alle möglichen anderen bedrohten Tiere. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass man was tun muss, um die Arten zu schützen? Eigentlich schon in der Schule. Wir hatten immer Tiere zu Hause. Ich hatte einen Lehrer, der sich sehr um Tiere gekümmert hat. Ich habe mich natürlich auch dafür interessiert, wer lebt im Zoo, warum lebt man im Zoo. Mhm. Und dann habe ich solche Kerle kennengelernt. Er ist einer der großen Tierfilmer in Deutschland. Mhm. Und einer meiner Freunde ist Direktor vom Karlsruher Zoo, der Professor Reinschmidt. Und wir drei sind losgezogen und haben überall da, wo wir tolle Menschen kennengelernt haben, Filme gedreht, um sie als Beispiel hinzustellen. Der eine rettet die Orang-Utans, der eine schimpft gegen das Öl, was in Nutella geschmiert wird, statt dass man es den das Palmöl da lässt, wo es drinnen ist und da genau. den Lebensraum erhält. Ne? Und so haben wir überall nach Gründen gesucht, Menschen vorzustellen, die was Gutes für Tiere tun. Und aller Ehren wert. Wir haben einen wunderbaren Menschen auf Borneo kennengelernt, der schon über 1000 Orang-Utans gerettet hat und der uns seine Geschichten erzählt hat, wie er das gemacht hat, was da passiert ist. Ihm ist 20 Mal nach dem Leben getrachtet worden. Er sollte 20 Mal umgebracht werden von Leuten, die die Orang-Utans lieber auf dem heimischen Markt verkaufen, als dass sie gepflegt werden und wieder rückgesiedelt werden. Also ein tolles Thema und es hat mich, sagen wir mal so, erwischt, weil ich mir sagte, was machst du eigentlich, wenn du alt bist? Mhm. Und ich hätte gedacht, Sie haben ja eine große Kinderschar, ich glaube, es sind 5 Kinder und mittlerweile wie viele Enkelkinder? 4? 4. Also auch haben Sie auch mit Blick auf die Kinder gedacht, man muss etwas tun, um eben dann diese bedrohten Arten vor allem in den Fokus zu rücken? Ja, wir haben jetzt unser Buch rausgegeben, wir retten Tiere. Ja. Und ich wollte gerade sagen, die Filme Kindern sieht man in der ARD-Mediathek und jetzt ist es eben auch als Buch herausgekommen. Und das habe ich den Kindern gewidmet und den Enkelkindern. Besser gesagt, das haben wir alle getan, sowohl Herr Reinschmidt als auch er und ich. Und wir können nur hoffen, dass viel Geld zusammenkommt. Wir machen nämlich dann auch Filme, fahren wieder hin und gucken, was ist aus unserem Geld geworden. Darf ich Sie fragen, weil wir gerade vorhin so viel über die letzte Generation gesprochen haben. Also wenn man das schon im Blick hat und auch weiß, dass natürlich auch die Klimaveränderung den Lebensraum der Tiere noch weiter bedroht. Haben Sie Verständnis für die jungen Menschen, die sich auf die Straße kleben? Ja, natürlich. Mhm. Und ich wäre froh gewesen, wenn ich schon früher mit dabei gewesen wäre. Beim Kleben? Ich glaube, dass gerade meine Generation furchtbar viel verschlafen hat. Okay. Herr Ehrlich, vielleicht können Sie es für uns einmal einordnen. Also, wie viele Tierarten sind bedroht und warum ist das ein Thema für Menschen? Also auf der Erde gibt es ja, so schätzt man ganz genau, weiß man es halt nicht, knapp 9 Millionen Tierarten, ein Achtel ungefähr, ist im Moment stark bedroht oder wirklich kurz vor der Ausrottung. Und ein Achtel. Ein Achtel und also über 1 Million. Und eine Zahl finde ich eigentlich noch schlimmer, dass man davon ausgehen kann, dass 150 Tierarten pro Tag
verschwinden von dieser Erde. Mhm. Und das ist ja für immer. Also wir werden sie nie wieder sehen. Es sind teilweise Arten, die noch gar nicht beschrieben sind, teilweise auch welche, die wir kennen. Und wir hatten ein ganz besonderes Erlebnis. Mhm. Wir haben das letzte Breitmaulnashorn nördlicher Prägung kennengelernt und erfahren, wenn das jetzt stirbt, dann ist die ganze Rasse ausgestorben. Mhm. Und wir kamen uns davor, als hätten wir das letzte Mammut besucht. Ja. Und es war so furchtbar. Man steht vor diesem wunderbaren Tier, die Pfleger stehen daneben und überlegen sich, wie kann man helfen? Und man kann nicht helfen. Es sei denn, die Wissenschaft schafft es, mit zwei Damen, die es noch gibt, eine Nachzucht herzustellen. Aber wie macht man das mit zwei Mädchen? Also, es war tatsächlich das letzte Männchen. Er hieß, glaube ich, auch noch Sudan. Er hieß Sudan und war, als wir ihn besucht haben, tatsächlich schon über 40 Jahre alt. Also schon da auf natürlicher Weise nicht mehr zeugungsfähig. Und die beiden Weibchen, die es noch gibt, davon ist eines auch anhand von Krebs jetzt auch nicht mehr zeugungsfähig. Es gibt nur ein Tier. Mhm. Und im Moment sehr teure und sehr intensive Bemühungen über Labortricks mit eingefrorenem Sperma und eingefrorenen Eizellen, quasi das Tier wieder auferstehen zu lassen, diese Unterart wieder entstehen zu lassen. Es ist unglaublich, wie viel Aufwand man da betreiben muss, wenn man sie hätte doch einfach leben lassen können. So, und jetzt aber trotzdem noch mal die Frage, weil jetzt werden vielleicht einige sagen, das ist ja traurig, wenn das Breitmaulnashorn nicht mehr da ist. Aber es hat eine tiefere Bedeutung für den Planeten, für den Menschen. Da waren Sie gerade dabei, das zu erklären. Das wüsste ich gar nicht. Genau, und man weiß halt immer nicht, also am Ende kann man sagen, jede Art zählt. Niemand weiß genau, was passiert, wenn man aus einem so komplexen Ökosystem, wie wir es in allen Kontinenten dieser Erde haben, wenn man da eine Tierart rausnimmt. Man ahnt nicht, was für einen Dominoeffekt man dadurch vielleicht auslöst. Mhm. Das Breitmaulnashorn zum Beispiel sorgt dafür, dass große Flächen wie eine Savanne aussehen. Das grast halt sehr viel ab. Wenn es wegfällt, wachsen sehr viele Büsche und ganz viele andere Tierarten werden auch verschwinden. Also es gibt sozusagen einen Effekt, der dann auch alle anderen betreffen kann. Und Sie sind recht weit gegangen, um diese Tierarten uns noch mal näher zu bringen. Zum Beispiel die Haie, mit denen Sie ins Wasser gestiegen sind. Und dann haben wir ganz kurz einen Ausschnitt gesehen mit Elefanten. Wie gefährlich sind Ihre Expeditionen, Herr Elstner? Also gefährlich sind sie, wenn man unvorbereitet hinfährt. Ich habe glücklicherweise Fachleute, die mich vorher aufgeklärt haben. Ich habe aber vor der Reise gesagt, Leute, eins mache ich. Ich gehe ins Wasser, aber ich gehe nicht mit Haien schwimmen. Und als ich dann da war, da hat es mich nicht mehr gehalten, da bin ich auch ins Wasser. Und da war schon eine Diskussion. Also das hat schon zwei Stündchen gedauert, bis wir soweit waren. Ne? Das hier sind Ammenhaie, die wir gerade hier im Bild sehen. Ja. Die sind zwar auch bissig, aber nicht so bissig wie die, mit denen ich sie dann im Wasser gesehen habe. Also Riffhaie. Also da sind die Zähne ein bisschen... Also, ja, also wir hatten einen großen Haikenner mit, den Baron von Kerkering, der seit 20 Jahren nichts anderes tut, als den Leuten zu sagen, esst keine Haifischflossensuppe, kümmert euch darum, dass die Tiere nicht ausgemerzt werden. Die Tiere sind auch gar nicht so gefährlich, wie man immer denkt. Viel Schuld hat Hollywood an dem schlechten Image, denn der weiße Hai macht jedem Angst. Ja. In Wirklichkeit sind diese Tiere viel harmloser, als man denkt. Und wir hatten eigentlich keinen wirklich gefährlichen Moment. Den hat man nur einmal mit dem Elefanten. Was ist mit dem Elefanten gewesen? Also wir haben gerade die Szene ganz kurz gesehen. Das sind Autos und Sie sitzen im einen und man sieht, wie das Tier quasi durchrennt. Und der Rüssel ist aber ziemlich weit vorne bei Ihnen, oder? Höchstwahrscheinlich war der Elefant etwas nervös. Ja. Und die haben sich daran gewöhnt, dass Touristen auch durch die Gegend fahren. Mhm. Und meiner war neugierig und hat den Rüssel hinten reingesteckt. Hinten? Na, der hat Erdnüsse gesucht. Also es gibt Sie ja, haben Biologie studiert, also Sie wissen, was man in Gefahrensituationen macht. Was denn zum Beispiel? Ja, in dem Fall, also das Problem war, wir hatten dem Frank vorher gesagt, wenn ein Elefant kommt und den Rüssel reinsteckt, soll er ruhig bleiben. Da hatten wir aber nicht damit gerechnet, dass es sich um so einen Elefanten handelt. Der war aufgebracht, weil vor uns ein Auto den angehupt hatte. Und dann können die halt schon mal nervös werden, war ein einzelnes Männchen. Und bei dem wäre es doch besser gewesen, er hätte sich einen Platz weiter zur Seite gesetzt. Und was hat der dann gemacht, der Elefant? Ach, der hat mich berührt und ja, in dem Moment ja kriegt man natürlich einen Schreck, aber das war dann auch schnell vorbei. Also ich habe
mir angewöhnt, keine Angst zu haben. Auch nicht vor Spinnen, weil ich gelesen habe, Sie haben eigentlich eine Spinnenphobie. Und wenn ich mir dann vorstelle, Sie gehen in den Dschungel und Sie waren in einigen Dschungels, da gibt es Riesenexemplare von Spinnen. Wie betäubt man da die Angst? Und dann zeige ich Ihnen, wie mir Matthias Reinschmidt beigebracht hat, mit einem Handtuch die nette Spinne aufzunehmen und nach draußen zu tragen. Und Sie können es auch mit einem Glas versuchen, mit einem Stück Pappe. Man muss die Spinnen nicht töten. Das ist was ganz Dummes, was man macht. Denn Spinnen sind auch nützlich. Ja, was Sie da sagen. Also man kann diese Filme sehen. Und ich würde Ihnen gerne noch einen Ausschnitt zeigen, den ich besonders berührend finde. Sie sind in Uganda. Und man sieht, dass eben, wenn man die letzten Berggorillas eben sehen möchte, dass man da nicht einfach mit dem Auto auf den Parkplatz fährt, sondern man läuft. Wie viele Stunden sind Sie da durch den also Busch zusammengerechnet werden es 5 Stunden gewesen sein. Ja, ein bisschen mehr sogar. Den Weg runter schaffte ich noch ganz gut. Ich habe zwar geschwitzt wie verrückt, aber als es dann zurückging, da habe ich nach 1,5 Stunden also fast gedacht, jetzt falle ich um und das war's mit dem Elstner. Mhm. Und dann kam mein Produzent, hat gesagt, reg dich nicht auf, ich habe einen Stuhl mit. Und dann kamen 5 von unseren Trägern und haben mich auf den Stuhl verfrachtet und wollten mich den letzten Kilometer den Berg hochtragen. Das Foto ist auch im Buch publiziert. Aber ich muss dazu sagen, die haben mir so leid getan, dass ich nach 5 Minuten wieder runtergesprungen bin und trotzdem alleine weitergelaufen bin. Was, so wackelig. Wie kriegt man mitten in einem, ich glaube, es ist ein Naturschutzgebiet in Uganda, wo diese letzten freien Berggorillas leben, wie kriegt man da einen Stuhl? Also man bereitet sich ja schon vor und ich mache mir natürlich immer Sorgen. Und als es hieß, das sind 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. 3 Stunden. Da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, weil wir waren auf 2000 Meter Höhe und es war glitschig. Und irgendwie habe ich ja dann auch die Verantwortung für diese ganze lustige Reisetruppe, die dann die Berggorillas sehen möchte. Und habe mich halt erkundigt, ob wir irgendwie einen Helikopter kriegen, wenn ein Notfall eintritt. Mhm. Den gibt es nicht. Den kann man da nicht landen, wegen der Urwaldriesen, wegen der großen Bäume und der Vegetation. Und dann habe ich in einem Ort weiter eben diesen Stuhl gefunden. Der ist ein bisschen untertrieben. Also ist aus einem alten Passat ausgebaut. Den hat man auf 2 Eisenstangen montiert. Und dann hat man quasi, es ist wie eine Sänfte, wenn man so will. Hört sich doof an. Aber er hat halt seinen Zweck erfüllt, dass man Menschen, die nicht mehr selbstständig den Regenwald verlassen können, dass man denen den Weg zum Weg schafft. Wissen Sie eigentlich, was Sie machen, wenn Sie Frank Elstner in solche Situationen bringen? Also wie bewusst ist Ihnen die, die Sorge, die Gefahr, dass dabei auch was schiefgehen kann? Weil es gibt nur einen Frank Elstner. Das ist richtig. Und er ist einer meiner besten Freunde und ich passe sehr genau auf ihn auf. Wir schätzen das schon sehr genau vorher ab. Also die Reiseziele, wo wir hinfahren, wen wir vor Ort haben, der uns hilft, der uns die Wege bahnt und wie gefährlich das dann wirklich mit den Tieren ist. Und die Tiere sind gar nicht so sehr das Gefährliche. Es sind fast immer die Menschen gewesen, die uns in Gefahr gebracht haben. Ja, wir hatten eine Situation bei unserer letzten Reise, die war viel gefährlicher und hatte mit Tieren gar nichts zu tun. Unser Schlauchboot ist gekracht. Oh. Und das mitten im Gebiet der Azoren, so noch Atlantik. Ungefähr 3 Meilen vor dem Hafen. Und als wir dann hörten, dass der Kapitän Mayday, Mayday funkte, da dachte ich, jetzt kommst du schlecht nach Hause. Sie sind rausgekommen, das freut mich. Ja, wir haben Glück gehabt. Ein Satz nur noch. Nach diesen 3 Stunden, die man mühsam durch den Busch marschiert, sehen Sie dann diese Berggorilla-Familie. Und im Buch steht, Sie haben geweint. Warum? Wenn Sie durch dieses Gebiet gehen, sich auf Afrika eingestellt haben, und ich war in sehr vielen afrikanischen Ländern, und dann gehen Sie um die Ecke und sehen in einem großen Busch einen Silberrücken. Und sie gucken genauer hin und auf einmal sind 6 oder 7 Familienmitglieder dabei. Und auf einmal sehen sie, wie Mama mit 2 Kleinen auch noch spielt. Dann hat man das Gefühl, ich habe hier eine Familie getroffen, die ich schon lange kenne. Und man ist so berührt. Also wer da nicht heult, ist ein Trottel. Herr Ehrlich, wie viele von diesen...
Wie viele von diesen Berggorillas gibt es noch? In freier Wildbahn? In freier Wildbahn gibt es etwa über 1000, in Gefangenschaft gibt es gar keine. Und die Zahl schwankt immer so ein bisschen, leider immer noch wegen Wilderei. Und das liegt gar nicht daran, dass die Menschen in Afrika versuchen, einen Gorilla zu fangen, sondern sie versuchen, Antilopen zu fangen, andere Tiere zu fangen, um sie zu essen und benutzen dazu Schlingfallen. Und wenn ein Gorilla da reinfasst, dann verliert er seine Hand oder andere Körperteile. Und das führt fast immer dazu, dass sie am Ende sterben werden. Gut, also die sind unter Schutz. Ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt und ich darf es, glaube ich, sagen, sie sind 80 geworden und sie haben 2019 obendrein öffentlich gemacht, dass sie an Parkinson leiden. Wie sehr beeinträchtigt einen das eine wie das andere, also das Alter und die zusätzliche Belastung durch die Krankheit beim Reisen, also gerade bei so, also ich habe es mir versucht vorzustellen, 3 Stunden durch den Busch, ist ja schon so nicht ohne. Ich weiß nicht, was ich Ihnen darauf antworten soll. Ich habe dafür kein Rezept. Mhm. Machen Sie sich denn manchmal die Sorgen, die Herr Ehrlich hat? Mute ich mir zu viel zu? Sollte ich das jetzt wirklich machen? Also irgendwo ist in mir ein Abenteurer verloren gegangen. Als ich 70 wurde, habe ich zum ersten Mal Fallschirmspringen gemacht, bin aus 4000 Meter Höhe mit meinem Freund Norbert Ginger runtergesprungen. Und während ich sprang, habe ich nur gesagt, oh lieber Gott, ist das toll. Mensch, ist das toll. Und als ich unten ankam, kamen die Leute entgegen, die gucken wollten, na, springt der wirklich? Dann habe ich gesagt, los, hopp, noch mal hoch, sofort noch mal springen. Und sind Sie? Natürlich. Und trotzdem ist es etwas anderes, wenn man sich da in diese von der Zivilisation so weit entfernte Gegend begibt. Also Sie haben null Sorge und es läuft alles. Sie haben die Medikamente dabei. Irgendetwas, wo Sie sozusagen im Notfall sagen können, okay, ich komme da wieder raus. Also ich habe ja Parkinson. Und seit das meine Kollegen wissen, dass sie da auf mich ein bisschen aufpassen müssen, versuchen sie, dass ich nicht zu viel Treppen gehen muss, dass ich nicht zu lange stehen muss, dass ich, sagen wir mal, körperlich nicht den letzten Einsatz bringe. Und die geben sich so viel Mühe. Ich gebe mir allerdings auch viel Mühe. Mhm. Oh ja. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Gar keinen Alkohol. Und das ist furchtbar. Okay. Ich habe abends immer so gerne ein Glas Rotwein getrunken. Mhm. Und mein Arzt hat auch gesagt, du kannst ruhig Rotwein ein Glas trinken. Aber jedes Mal, wenn ich abends ein Glas Rotwein trinke, ist mir am nächsten Tag schlecht. Sie haben vor einem Jahr haben wir darüber schon geredet und da haben Sie gesagt, eigentlich geht es mir ganz gut. Ist das heute noch so? Weil das ja eine fortschreitende Erkrankung ist. Und es ist so eine unheilbare fortschreitende Krankheit. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie man diese Krankheit verlangsamen kann. Mhm. Und das ist Sport. Sie können heute mit Sport fast jede Krankheit in der Entwicklung ein bisschen langsamer machen. Mhm. Und wir haben bei uns am Arbeitsplatz mit interessanten Menschen darüber nachgedacht, was kann man denn machen? Mhm. Ich habe einen wunderbaren Professor kennengelernt, der ist so die Koryphäe unter den Parkinson-Ärzten. Und ich habe einen Sportwissenschaftler hinzugezogen und einen Menschen, der einen massieren kann, einen Physiologe. Und dabei haben wir festgestellt, alles, was du machst während der körperlichen Belastung, was mit mentalem Training zu tun hat, bringt dich weiter. Mentales Training? Ich habe ein Foto gesehen, da boxen Sie. Das ist der Hammer. Ja, also wir machen zum Beispiel Parkinson-Boxen. Parkinson-Boxen ist ja. Was genau, bitte? Da kann man an den Sandsack gehen und da geht es nicht darum, dass man einem die Rübe verkloppt, sondern dass man sich bewegt, dass man reagiert. Mhm. Sie können alle möglichen Sportarten spielen. Ich nehme jetzt teil an den PPP, Ping-Pong-Parkinson-Meisterschaften. Was ist das? Da müsst ihr mir die Daumen drücken, dass ich nicht Letzter werde. Da habe ich schon Angst davor. Das heißt also, Bewegung hilft sozusagen, also vielleicht buchstäblich nicht einzurosten? Ist es also, das? Ich habe seit Jahrzehnten mich um Sport gekümmert. Ich war mal, da waren Sie noch nicht auf der Welt, Breitensportbeauftragter des Präsidiums des Deutschen Sportbundes. Mhm.
Und damals habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, wie kann man Menschen zum Sport bringen. Wir haben damals Tausende von Tischtennisplatten in Parks gestellt und große Meetings gemacht. In Berlin hatten wir 40.000 Teilnehmer. Und dieser Sport hat mich immer gefangen. Und ich habe Leistungssport nicht gemacht, aber fast Leistungssport in meiner guten Zeit zwischen 30 und 40 bin ich jede Woche 70 Kilometer gerannt. Ich habe Gewichttraining gemacht und ich war einfach in Form. Ich muss jetzt mal sagen, und vielleicht verrate ich was Privates, aber ich kriege von Ihnen eine Weihnachtskarte. Und in diesem Jahr habe ich die mit großer Rührung gelesen, weil sie handschriftlich ist und war. Und weil Sie geschrieben haben, die herzlichsten Grüße, so gut das eben mit Parkinson geht. Ja. Also, und das fand ich wahnsinnig rührend, weil ich mir dachte, man muss wahrscheinlich einfach dagegen hauen. Ja, das muss man. Nur mit meiner Handschrift, da kann ich dagegen hauen, was ich will. Die wird nicht mehr besser. Aber ich konnte es lesen. Weil Sie ein netter Mensch sind. Nein, weil ich... ich konnte es lesen und es hat mir, ich fand es wahnsinnig schön. Sie können ja auch einfach diktieren oder tippen. Ich mochte das sehr. Ja. Ja, also natürlich werden ein paar Dinge schlechter. Das ist ganz klar. Mhm. Ich höre schlechter. Da sind Sie nicht alleine. Ich spreche etwas leiser, sagt meine Frau. Meine Frau ist überhaupt diejenige, die mit mir versucht, ganz besonders gut klarzukommen. Mhm. Wenn Sie wüssten, was die mir alles gesagt hat, auf was ich achten soll, wenn ich zu Ihnen gehe. Was denn? Ich soll gerade sitzen. Also, Gott, ja. Ja, das gilt auch für alle. Nein, ich möchte das noch mal sagen. Mhm. Ich habe mich mit dieser Krankheit wirklich auseinandergesetzt. Ich bin so neugierig geworden. Als die mir gesagt haben, ich bin unheilbar Parkinson-krank, habe ich nächtelang, monatelang gegoogelt. Ich habe ein Buch geschrieben über Parkinson, zusammen mit Professor Volkmann von der Universität in Würzburg. Und alles hat immer den Grund, die Menschen optimistisch zu machen, nicht aufzugeben. Wenn man morgens aufsteht und sagt, ich habe Parkinson und die ganze Umwelt belästigt, dann wird man es nicht besser ertragen können. So, man kann morgens aufstehen und sich ein tolles Ziel nehmen. Man kann mit so einem Kerl telefonieren und sagen, und welches Nashorn haben wir noch? Ja, macht er das? Also ich meine, wenn Sie jetzt sozusagen, planen Sie die nächsten Drehs? Und dann ja, wir haben tatsächlich gerade bei Ihnen in der Garderobe unser nächstes Wunschziel festgelegt und werden es einreichen. Mal gucken, ob es genehmigt wird. Verraten Sie es uns. Wir würden gerne nach Costa Rica. Und was gibt es da für eine bedrohte Tierart? Jede Menge. Also das ist das kleinste Problem. Auf der Welt gibt es reichlich davon. Wir haben da jede Menge Arten Meeresschildkröten mit einer ganz tollen Station, mit einer deutschen Forscherin, die sich darum kümmert. Es gibt ein ganz süßes Faultierwaisenhaus. Jetzt machen wir schon ein bisschen Werbung für den Film. Den würden wir gerne drehen. Also gut, Pläne machen hilft auch. Ich muss auf eine Ihrer Drehreisen nochmal kommen, Sie waren, ich glaube, es war 2019, waren Sie in der Ukraine und haben dort eine Bärenstation gefilmt und besucht, wo Bären gehalten wurden. Und Sie haben dazu beigetragen, dass die dann freigelassen wurden. Jetzt ist die Ukraine nach 2019 in einen schrecklichen Krieg gekommen. Wir haben darüber auch vor einem Jahr geredet und Sie haben gesagt, Sie sind ja Kriegsgeneration. Der Vater war Kriegsgefangener und Sie träumen vom Krieg. Träumen Sie immer noch oder ist das besser geworden insofern, weil man irgendwie nach einem Jahr gar nicht sich der gleichen Belastung aussetzen kann? Also diese Kriegssituation in der Ukraine ist katastrophal. Und gerade wir haben sehr oft darüber gesprochen, weil wir da waren und weil wir sogar ein kriegerisches Erlebnis hatten. Als wir diesen Bären befreien wollten, kamen 6, 7 Jäger mit Waffe im Anschlag auf uns zu. Und wir haben da in dem Moment auch gedacht, wenn die mal nicht übertreiben. Und glücklicherweise haben sie sich dann von uns überzeugen lassen und den Bären freigegeben. Wir haben ihn dann betäubt und haben ihn umgesiedelt. Und in der Zwischenzeit lebt er in einem Gebiet, wo er eventuell es schaffen kann, ausgewildert zu werden. Also diese Ukraine jetzt zu sehen, in welchem Zustand sie ist und was die Menschen dort zu ertragen haben, das tut richtig weh.
Weil wir waren in Lemberg und in der Umgebung von Lemberg und haben eine so interessante Stadt gesehen und so interessante Menschen. Und der eine von den Jägern, der wollte mir unbedingt ein Apartment verkaufen als Ferienhaus in der Ukraine. Und wenn ich jetzt an den Burschen denke, dann sage ich mir auch, der hat heute bestimmt keine Lust mehr, an Touristen Apartments zu verkaufen. Haben Sie die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr das Ende dieses Krieges sehen werden? Also, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin Optimist. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann suche ich Leute, die mir ein gutes Gefühl einreden. Und gar nicht so leicht bei der Ukraine. Ich lechze nach jedem Artikel, den ich in der Süddeutschen oder in der Zeit sehe, wo einer vielleicht sagt, vielleicht wird dieser Putin ja vielleicht noch mal vernünftig. Aber ich kann wirklich nur sagen, mir geht es ganz schlecht, wenn ich an diese Menschen dort denke. Dann bleibt mir im Moment nur Ihnen für die nächste Reise alles Gute zu wünschen und herzlich zu danken, dass Sie heute hier waren und von diesem wichtigen Projekt erzählt haben. Man kann es nachlesen, man kann in der ARD-Mediathek die fantastischen Filme sehen. Vielen Dank, Frank Elsner, vielen Dank, Christian Ehrlich. Alles Gute für Costa Rica.